wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Oh, jetzt geht das wieder los. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert vom christlichen Quick and Binder Set für kleine Knaben. Wow, Schwester Gyniko hat mir eine kleine Plastikzange gegeben und ein wenig Robbenfett. Hui, da flutschen die Föten ja geradezu raus. Jetzt werde ich meine lüsterne Schwester besuchen. Okay. Was? Warum? Ich kann warum? Das nicht. Warum? Das schmeckt ja, mir. Das glaube ich dir sofort. Oh, warum müssen wir das denn schon wieder spielen? Warum, Kreis? Die Verträge sind abgelaufen. Ahnung. Ich habe gesagt, ich mach das nicht mehr. Oh Mann. Mark Martin, ich habe gesagt, ich bin raus. Ja, es gibt Gerüchte, ne, dass irgendwie Kreis Industries versucht, irgendwelche Jones im Internet abzuernten oder so. Das ist wirklich wahr. Du versuchst Knaben für deine komischen Labore zu rekrutieren. Da hast du irgendwie einen Bot programmiert, der irgendwie unter meinem Namen irgendwelche Dinge... Wie geht das Spiel? Ja, ja, ja. Bist du hier? Hast du eine Doppelzunge? Hier ist 3 Grad, 8 Grad hier im Wohnzimmer. Siehst du, wir sind immer noch die Besten. Einmal reingedippt, bist du hier? Na klar, ey. Oh, klar bin ich hier, ich warte seit 3 Wochen. Endlich seid ihr auch mal da. Endlich. Aber 3 Wochen sind keine Ewigkeit, wenn man ein Ei ist. Was willst du, wenn man ein Ei ist? Wenn man guck mal, da liegt irgendwas auf der Treppe. Ein Kumpel. Kumpel ist da. Ich weiß nicht, heute lasse ich mir ein Ohrloch stechen. Ich mach mal hier so eine Kamincam. So eine lüsterne. Meine Tochter wollte neulich einen Film gucken und hat gesagt, kannst du mir A-Loch und Spot anmachen? Ja, schön. Ich sag ja. Aber ich weiß nicht, ob der erst ab 18 ist. Oh, da lernt sie, was ist eigentlich eher sowas wie eine Doku. A-Loch und Spit kenne ich, das ist auch ein toller Film. A-Loch und Spit. Der Film des Jahres. Schauen Sie jetzt A-Loch und Spit. Ein spritziger Spaß für die ganze Familie. Das schmeckt mir. Ja, so ein bisschen Spit in Face. Aber hey, die haben voll viel verändert, ne? Also... Old McSpit, die haben voll viel verändert. Da ist der Geist, die stellen eine Kamera hin, der Geist kommt raus. Nee, der ist jetzt irgendwie beweglich und kann Massagetechniken. Oh, Mark okay. Martin, wo bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen, Mark Martin. Ich glaube, der ist hier beim Scheißhaus. Aber ich hatte da drin 3 Grad, 3,6 oder so. Aber irgendwie war hier gerade eben ein schwaches Movement auf der C. Also hier im Schwarzlicht sehe ich unten auf dem Boden. Oh, Garage. Er ist abgewandert in die Garage mit einem 4er Garagillo. Echt? Kann der Garagillo? Oh, ich hab Mund in der Garage. Garagenmund? Ich hab Garagenmund. Wieso war die Temperatur denn da? Was willst du? Boah, ich hab ihn eben gerade kurz gesehen. Er ist so vor mich geflubbert. Das ist wieder so was willst du? Geist, oder was? Mark Martin. Mark. Sollen wir dein Auto waschen? Alter, hier, er schmeißt Sachen rum. Vierer Schmeiß. Wo hier? Im Maisregal? Im Schmeißregal hier drüben. Ist ein Gurke ein Popcorn oder ein Mais? Mark Martin. Mark Martin. Wir wollen dir helfen. Wir wollen dich rekrutieren. Für Kreis Industries. Kreis Industries existiert nicht und hat keine Mitarbeiter. Alter, das ist mittlerweile an der Börse. Was ich echt verwerflich finde. Ich weiß nicht. Bubenbörse. Guck mal, ich finde, nur wenn du das schon nur einen Buchstaben rausnimmst, hast du das Wort böse. Wer hat das so genannt? Ja. Das ist ziemlich böse, oder? Nein, das ist Börse. Und ich finde, Kreis Industries gehört einfach da nicht hin. Kennst du diesen Clip mit dem... Oh, das ist Bubel! Ich habe Bubel gesehen! Guck mal, Mund und Bubel. Mund und Bubel. Das klingt ja das Detektivduo. Mund und Bubel. Wir sind Mund und Bubel, wir ermitteln. Ja, schönen guten Tag. Sind Sie Mund und Bubel? Ja. Auf Ihrer Karte steht Mund und Bubel. Wer ist denn Bubel? Habe ich das richtig gelesen? Hä, warum sind hier nur 2 Pills? Ich
weiß nicht. Alter, ich glaube, du hast keine mitgenommen. Ich habe zwei mitgenommen. Nee, ich habe mitgenommen, aber ich glaube, du kannst keine mehr mitnehmen. Ich glaube, der hat das irgendwie reduziert. Weniger Pills. Mund und Bubel hatten wir. Phantom, Poltergeist, Jin, Mare, Shade, Yurei. Was? Wieso können das alle jetzt sein? Oder was? Ah, nee, ich habe zweimal Geisterorb, ich Idiot. Ich dachte schon. Jetzt ist alles möglich. Hier. Alles ist möglich. Yurei, Mare, Phantom. Alles ist möglich. Mittwoch. Ja, alles ist möglich. Hey, guck mal, nur ein Salz? Hä? Ist jetzt alles verboten? Du hast vielleicht nicht richtig mitgenommen. Keine Ahnung, oder? Boah, da drin geht Party. Nö, da war gerade irgendwie ein Geisterlicht oder so. Ist da direkt an der Autotür. Drei Salz in sein Gesicht. I touch myself. Mark Martin! Gib uns ein Zeichen! Was willst du? Boah! Boah, was war das? Ich hab hier draußen ein Geräusch gehört. Vor der Tür. Boah, er hat mir eben gerade voll den kleinen Martin ins Gesicht gestreckt. Da war doch ein kleiner Martin. Ich hab einen kleinen Martin-Mund. Was willst du von uns, Baby-Robbenleber? Ich hab gehört, dass das prominente Twitch-Streamer alle lecken. Für ihn Erfolg. Aber du musst die geisterhafte. Wir haben die dämonische Baby-Robbenleber. Die ist dann mehr so. Mark Martin! Baby-Robbenleber! 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 Okay, ich hab nichts. Ich wollte einen Bewegungssensor mitnehmen. Temperatur brauchen wir nicht. Was? Da war er eben. Da war er. Alter, was ist das? Mark Hallo. Martin. Da war er gewesen. Zeige dich. Schreibe in das Buch. Das schmeckt mir. Ich habe immer nur einen Vierer Schmeck. Das gibt es doch nicht. Hast du einen Fingerlinger? Ich habe einen Fingerlinger dabei. Mach mal hier eine Fingerobservierung. Fingerobservation läuft. Warum machst du die Tür zu? Das war ich nicht. Ja, das war ich nicht, genau. Das war der Geist. Das war Prinzessin Gynikus. Schwester Gynikus war das. Schwester Gynikus. Ich hab mir das Quickenbein damals. In den alten Tagen. Okay, das ist eine Bubbel. Fingikus habe ich nichts gefunden. Ey, Garage ist aber auch schlecht für Fingern. Ja. Boah, ich hab nur noch 39. Soll ich mal leicht abräuchern? Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein... Also ich habe jetzt einen Bewegungssensor reingehängt, ja, räuchern wäre auch nicht schlecht. Ich räuche den Dude mal ab. Boah, ey, die Bubble ist voll steif und langsam. Ja, ja, ja. Das schmeckt mir. Boah, bist du eklig. Er macht immer wieder hier Activities. Okay, ich räucher. Geschieht irgendwas? Ja, ist schon geräuchert. Also zumindest heißt es... Ich geb dem hier so eine richtig heiße Tasche in den Mund. Richtige Mundtasche. Boah, das räuchert aber jetzt irgendwie länger, oder? Du musst aber auch, also nicht nur anzünden, sondern auch dran ziehen. Ja, ich hab dran gezogen. Sehen kannst. Ich hab gezogen und hab richtig... Okay, ich mach mal Licht an, vielleicht mach das aus. Hält mir einen Finger. Dann hätten wir einen steifen Fingerlinger-Dinger. Er hat's ausgemacht, direkt. Jawohl! Geisterfurz, du hast ihn eingeatmet! Du hast den Geisterfurz eingeatmet! Alter, hat mir richtig so eine Geisterblähung ins Gesicht. Ja! Hat so eine warme. Steigt sogar die Raumtemperatur. Ich hab leider keinen Fingerscanner. Den Fingerlinger hatte ich da drin, der liegt irgendwo drin. Oder hier ist auch noch einer. Da muss ich nochmal rein, du. Was? 59. Hat das Licht wieder ausgemacht? Nee, ist an. So, Bewegungssensor hat getutet gerade. Ja, okay. Kann es denn überhaupt Finger sein? Wie ging das Spiel nochmal? So. Wir haben Phantom, Mare, Yurei. Mare wäre Box. Hat er nichts. Er reagiert null auf Box. Phantom wäre EM5. Na, wir haben 4.
Phantom, Mare und Jurai wäre Buch. Auch nix. Hm. Nix Buch, nix Empf. Vielleicht ist es wieder so ein Fehlempf-Formation. Denkst du wirklich? Dass er eigentlich Stufe 5 geben will, aber nicht kann, weil er noch im Jetzt gefangen ist? Schreibe in das Buch! Schreibe in das Buch! Brauchst du Hilfe? Er macht nix. Also Buch Empf, also im Moment ist gerade da drin alles total Twiggy. Meinst du, das ist so ein... Ich könnte ein Fake-Empf sein. Schwer, ich weiß nicht. Im Moment haben wir null Activities. Null. Ja, bestimmt wegen Smoke. Denkst du, das hat den so weggedämpft? Ich denke schon, hier ist Doppelbuch. Er huntet. Alter, er huntet auf 54. Er kommt aus der Garage. Ich habe ihn schleichen sehen. Er geht den Flur entlang. Bedrohlich. Er geht bedrohlich den Flur entlang. Er macht Disco, Party. Alles cool? Sag einmal, ja, das schmeckt mir. Das schmeckt mir. Okay. Er geht wieder zurück. Also ich habe ihn eben gerade gesehen, da so Richtung Le Garage. Okay, Show ist vorbei. Und? Okay. Was denkst du, was es ist? Boah, ich weiß es nicht, Ich hab keine Ahnung. Ich konnte ihn nicht riechen. Er hatte so einen leichten... Dieses, wenn du so Parfüm aufgetragen hast und dann schwitzt. Aber ich habe hier überhaupt gar keine Werte. Hier, 5! Fick dich! Ja! 5er Empf! Okay, nice. Ich konnte dich nie leiden, Mark Martin. Depp. Mark Martin ist doch kein richtiger Name. So heißt doch niemand. Phantom. So ein Start-Phantom. So ein Begrüßungs-Phantom. A little Phantom. Oh, guck mal, du bist ein Phantom. Oh, du bist ein Schnauzen. Ja, klassischer kleiner Docker. Wir kennen es nicht. Guck mal, 195 Docker-Dollar. Docker-Dollar. Oh, yo, voll viele Docker-Dollar. Warum? So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Wähle einen Job. Oh, wir haben hier so ein leichtes Roadhouse. Leichtes Roadhouse haben wir hier. Hinzufügen. Warte mal hier. Pillen. Okay. Ne, gehen noch alle anscheinend. Alle mal. Aquamala. Hast du ja keine Reihe. Ich hab alle gedrückt hier. Ich hab alle. Alle mache ich. Guck mal hier. Alle geht bei mir zum Beispiel gar nicht. Echt nicht? Achso, weil wahrscheinlich bei dir schon alle drin ist. Ja klar, weil ich der Stopfer bin. Der gute alte Stopfer. Machen wir mal Kerzen. Haben wir jetzt genügend Kerzen? Ja gut, 4 Kerzen. Damit können wir ein Ritual starten. Der hat, glaube ich, die Kerzen auch genervt, denn die waren ziemlich OP, habe ich gelesen. Nerf-Kerzen, ja, die waren so OP, die Kerzen. Alle haben von Anfang an gesagt, krass. Junge, nehmt doch die Kerzen. Nehmt doch die Kerzen mal mit, da springt der Geist euch sofort auf den Tisch für ein Candlelight. Linda Thompson. Linda Schwomsen? Swanson. Samsonite. Linda Schwanzen. Schwanzenite, das ist ein Koffer für Sexspielzeuge. Der Schwanzenite 3000. Ich habe mir den Schwanzenite 3000 gekauft. Das schmeckt mir. Ja, da passt alles rein. Früher musste ich mir die Dinge in den Arsch schieben und konnte nicht das mitnehmen, was eben nicht mehr reinpasste. Also ich habe hier im Wohnzimmer habe ich eine 5,8, 8,0. 5,2. Linda Thompson. Hier habe ich 3,6. Gib uns ein Zeichen. Die Bereiche sind viel größer geworden, wo die Temperatur jetzt ist, ne?
Ja, ja. Weil ich hab bis Linda Thompson. Hin. Ich hab bis hier hinten hin, hab ich Kälte. Gib uns ein Zeichen. Ich hab selbst hier 6 Grad. Was ist das? 7 Grad. Ein ziemlich schlecht isoliertes, ausgekühltes Haus. Ja, anscheinend. Ist es auch im Marktwert rapide gesunken. Ich glaube, der hat das Thermometer hart genervt. Kann das sein? Das also wie gesagt, ich habe gehört, der hat Kerzen genervt, weil die irgendwie OP waren. Lichtspiele im alten McGoogle-Haus. Linda Thompson! Die Karten wurden neu gemischt. Neue Regeln. Ja, wirklich so. Es ist im ganzen Haus kalt. Ja, ja, das ist so ein typisches, schlecht isoliertes Thompson-Haus. Thompson-Männer. Unten im Thompson-Männer. Ich glaube, wir sollten jetzt den Namen Thompson trotzdem nicht so oft sagen, oder? Keine Ahnung. Was ist schon im Boy-Bedroom? Da spült jemand in der Ferne. Ich hab gespült. Da lag noch ein Taco drin. Hier ist aber Wärme. Gib uns ein Zeichen. Brauchst du mehr Lotion? Vielleicht will sie unser Endbinding-Service nutzen. Müssen alle Türen. Ey, Licht ist tot. Jetzt schon. Das heißt, sie ist irgendwo unten, oder? Vielleicht schon wieder so ein Garagengeist. Garagenpatch. Gib uns ein Zeichen. Och nö, Keller. Wo bist du? Also hier ist es irgendwie am kältesten. Gib uns ein Zeichen. Hier ist eine Kerze umgefallen, machst du das? Nee. Hier ist eine Schublade direkt vor mir aufgegangen. Kann aber auch der Wind gewesen sein. Hier zieht's ganz schön. Schubladenwind. Er kennt ihn nicht. Wo denn? Ja, hier am Ende des Flurs. Da ist die Kerze umgefallen, hat sich da schon die Schublade aufgegangen, weil er dachte, ich will reinpinkeln. Hast du in die Schublade geschissen? Schublade. Schubladen. Willst du Schubladen? Schubladen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Hier, zweier Wert. Zweier Flur. Zwei Schwänze Flur habe ich hier drüben. Mit Flur? Ist diese Zahnpasta mit Flur? Wow, meine Zähne sind ganz weiß und verfleckt. Dank Flur. Flurflecken. Hast du wieder Flurflecken auf den Zähnen? Aber ja. Ich liebe Flurpasta. Hast du wieder mit offenem Mund geschlafen? Okay, haben wir schon irgendwas? Alter, guck mal, wie der uns lutscht. Der lutscht hart. Der sackt. Linda. Die weiß, wie man einen Knaben wegsaugt. Sie macht die Knaben zu Männern. Die hat mir einen ordentlichen Blowy verpasst. Die Mannmacherin. Linda Manmaker. Auf den Straßen von London nannte man sie. Unten in Birmingham nannte man sie Linda Manmaker. Ich räuche mal jetzt hier den Flur und gucke dann, ob es funktioniert hat. Ich leg einfach mal hier in den Flur ein Buch, voll mutig. So. Bist du böse? Bist du ein Kind? Alt ist sie. Machst du mich zum Manne? Bist Blow. Du Linda Manmaker? Blow, sagt sie. Blow. Blow. Was hatten wir? Geisterbox, ne? Kennst du den Burning Man von Birmingham? Ich kenne nur den Blowing Man von London. Das ist ein anderes Festival, da geht's richtig rund. Also wir haben auf jeden Fall schon mal... EMF hat gepasst, Räucherstäbchen hat auch gepasst. Ja, aber nur zwei. Das war ja kein richtiger EMF. Ja, aber Räucherstäbchen... Aber wir haben eine Geisterboombox. Ja, wir haben eine Geisterboombox im Flur und wir haben in dem Flur auch Räucherstäbchen funktionierende. Sie rappt auf jeden Fall schon mal. Ja gut, klar, wenn du auf den Straßen groß bist, dein Geld so verdienst, das härtet ab, da kommen kreative Texte. Ihr habt eine Geschichte zu erzählen, ne? Ja, klar.
Es ist immer so. Traurigkeit führt am Ende immer zu Kreativität. Das stimmt. Deswegen schlage ich meine Kinder. Ding Dong, Jugendamt, hallo. Haben Sie zufällig Kinder? Nein, wir wollen das bitte überprüfen. Ich mache die Jackson-5-Erziehung. Boah, die war echt hart, Mann. Aber siehst du ja, klar, es sind alle jetzt irgendwie total kaputt, aber reich. Er konnte sich immerhin alle Songs der Beatles leisten. Ja. Gut, wir müssen jetzt eigentlich nur noch Zeuge eines Events werden. Bist du Zeuge? Da war ein Bubbel. Ich hab hier mal so eine Bubblecam in den Flur getroppelt. Ja, das war eine gute Cam. Das ist eine Bubblecam. Geisterbox, Geisterorb, Poltergeist, Hast Jin Mare. Du zufällig Interesse, in das Buch zu schreiben? Danke. Poltergeist, Jin Mare. Linda Thompson. Jin wäre EMF. Poltergeist wäre Finger. Und Poltergeist, Jin Mare hatten wir, ne? Also Finger... Also er war sehr gesprächig und hat uns direkt die Bubbel gezeigt. Wir brauchen Fünfer, Finger oder Frost. Fünf Finger Frost. Fünf Finger, die Fünf Finger Frost. Fist-Technik. Die ist doch verboten, hey, die können wir doch nicht anwenden. Ja, Fünf Finger Frost, Fister. Wer sind Sie denn? Ihre Hände sehen so kalt aus. Man nennt mich den Fünf Finger Frost, Fister. Was will... Froster ist für alle. Peter von Froster. Hey, Peter von Froster. Hey, ist das der Peter von Froster? Ja, aber der musste weg, weil der hat dem anderen ja immer die Essen geklaut irgendwie. Die Essen hat er geklaut. Hast du wieder die Essen gestohlen? Der eine hat immer gekocht und dann kam irgendwie Peter von Froster und hat sich da was gestohlen. Ja, und dann, klar. Und hat es dann eingefroren. Der alte Bolschewik. Vierer. Ich habe hier einen Vierer-Tingler. Und eigentlich immer wenn es ein Vierer ist, ist es eigentlich ein Fünfer. Das ist so eine alte Regel. Oft, ne? Oft. Guck nochmal hier, ob hier irgendwo... Oh! Da! Ah! Der steht ja hier direkt neben mir! Alter, er ist in mir gespawnt! Alter! Und der kommt die wollte genau sich, die Höhe wollte meines... sich ein Rückwärtsentbinding liefern. Er stand direkt in meiner Furzzone. Die wollte umgekehrt entbindet werden. Mir. Ich habe auch ein tolles Foto. Kannst du die jetzt mittlerweile sehen? Weiß ich nicht. So, ja. Alter, was ist das denn für ein Ding? Irgend so was. Also, definitiv mit Robbenfett und einer Plastikzange auf die Welt gekommen. Aber stell mal vor, dieses eklige Vieh aus diesem. Oh, wie heißt der Film hier, wo er die Augen in den Händen hatte, dieses Vieh von. Ist das Pan's Labyrinth hier? Ja, Pan's Labyrinth. Oh, das ist ein ekliges Ding. Also, ich finde, das ist eins der ekelhaftesten Wesen. Ah, so ich finde eine Meerjungfrau noch ziemlich widerlich. Ja, boah. Also wenn ich irgendwann mal von einem Monster getötet werde, hoffe ich, es ist eine Meerjungfrau. Damit sie dich vorher nochmal succubussen kann. Mermaids, voll widerlich. Linda Thompson! Okay, Strom ist noch an. Also ich glaube, es ist irgendwie hier eine Frage des EMFs. Ein fischiger Unterleib, das ist eine Meerjungfrau. Hä? Achso, du bist da drin. Bist du eine Meerjungfrau? Warum das? Warum fragst du mich sowas? Du riechst irgendwie untenrum nach Fisch. Was war Klavier? Das? Da ist eine Seite gesprungen. Nee, hier. Eine Taste. Fischjungfrau. Zweierlupf. Gibt es da Fingerabdrücke an den Tasten? Fischfrau-Tasten? Nee, gibt's nicht. Aber sie stand auch in der Garage, ne? Also... Linda Thompson. Ich sehe keine Prinz bisher, keine Prinz. Ich sag, das ist ein Gin. Auch der Strom ist da hinten noch an. Gins lassen die Finger vom Saft. Könnte sein, ne? Linda Thompson. Willst du das Risiko eingehen oder willst du einen extremen Beweis? Das ist die große Frage. Werden ich sag, das ist ein Gin. Wir mussten ja jetzt wieder, weil nach 3 Monaten spätestens läuft ja die Lizenz ab. Ja, klar. Das ist ein Gin. Mensch, aber Gin, der zeigt sich meistens als erstes im EMF. Also früher, damals. Ja, aber das war ein Vierer. Ich meine, wir machten schon einen Vierer. Eigentlich nur Menschen, die einen Fünfer machen wollen. Sich aber noch nicht trauen, weißt du? Ja, aber Fingerabdrücke habe ich nicht gefunden. Buch ist auch nix. Das ist ein Gin. Okay, du sagst Gin, ich sage auch Gin. Dann sagen wir Gin. Weil da jetzt nochmal reingehen, wir können nochmal rein, aber wir sind auch ziemlich gelutscht.
Ja, wir sind sehr gelutscht. Thunderslammed. Alter, die macht uns Bart Simpson. Thunderslammed? Die hat uns eben gerade einen Bart Simpson gezeigt. Alter. Zum Glück keinen. Schlecht frisierten, aber es ist ein Simpson. Kein Smart Binsen. Aber was denn das jetzt irgendwie für komische. Okay, ich geh noch einmal rein. Nochmal Smart Binsen. Da hinten ist auch Licht an. Guck mal, das ist so richtiges Gin-Verhalten. Denn ich habe das Licht nicht angemacht. Ja, genau, ich auch nicht. Und Gin mag Licht. Und eigentlich mögen alle kein Licht, außer Gins. Ja, eben. Ja, ja. Könntest recht haben, ja. Okay, da drüben dreht sich ein Kebab-Spieß. Das ist ein Gin. Das ist ein Gin. Wow. Was denn? Das ist ja nicht rassistisch. Wow. Guck mal hier, okay. Alter. Okay. No front. Hier wird doppelt geimpft. Klar, weil du ein Impf hast. Linda Thompson. Möchtest du uns einen mit allem machen? Hat aber auch hier alles umgeworfen, ne? Aber ohne Schaf. Ich esse heute vegan, ey. Döner. Ich esse meinen immer ohne Schaf. Ich esse immer komplett. Also wenn, dann komplett. Aber schön mit hier Schafskäse dran. Das finde ich geil, Mann. So richtig schön Schafskäse noch rein. Schafskäse macht es natürlich richtig schön salty noch, ne? Geister-Event haben wir? Ja, also eigentlich haben wir alles, ne? Ja, gut. Dann sagst du, es ist ein Gin. Ich schätze mal. Guck mal, der macht hier schon wieder so ein Simpson. Keine Ahnung, was da los ist. Aber der bortet da drin ganz schön ab. Ein Gin ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift, okay? Hat er aber irgendwie nicht, ne? Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn seine Opfer weit weg sind. Er hat sich gar nicht bewegt, weil wir direkt daneben standen. Ja. Was sind das für komische Spitzen hier auf der Bord-Simpson-Skala? Bordspitzen. Wir brauchen mehr Bord-Namensschilder. Bord. Ich kann das. Warum hat sich das so in meinen verdammten Schädel eingebrannt? Ich hätte Dinge für die Schule in meinem Kopf behalten können oder so. Weißt du. Komm mit, Bord. Ja. Meinen Sie mich? Nein, mein Junge heißt ebenfalls Bord. Bord, so heißt doch niemand. Komm mit, Bord. Meinen Sie mich? Nein, mein Junge heißt ebenfalls Bord. Wir brauchen mehr Bord-Namensschilder. Okay, ich habe Gin reingemacht. Und ist es ein Gin oder lagen wir falsch? Ja, siehst du, das hat man gerochen. Lizenzen! Das ist klassischer hier Lizenzraub. Kompetenz ist kein Zufall. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Also uns macht man nichts vor im Business. Die Leute dachten, wir wären weg, aber wir waren nie wirklich weg. Nee. So, hier. Man drückt jetzt irgendwie nur noch alle, ne? Ja. Gut, ich hab eh nicht so viel. Ich hab immer nur für eine. Ich hab quasi immer nur für einen Ausritt gesattelt. Ja, so kennt man ihn, den No-Gönner. So, Bord, mal Bright. Ach so, Brightboard, okay. Brightboard. Ich hab vergessen zu borden, ey. Alles klar, direkt hier die Zunge runterzüngeln, nicht wahr, mein Freund? Was, welche Zunge züngelt? Ja, pff, weiß ich nicht. Guck mal hier, Barbara White. Barbara White. Barbara White. Barbara, das heißt doch niemand. Barb. Whitey. Babs White nennt man das auch. Was ist passiert? Haben Sie etwas gesehen? Ja, ich habe was gesehen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Whitey. Whitey Weißmann? Das ist so gut. So einen Job dürfst du heute nicht mehr bringen. Nee. Ja, doch, wir schon. So, bei Leslie Nils damals voll okay. Der einzige richtig, richtig Schwarze in der Gruppe. Ja, wie heißen Sie denn? Whitey Weißmann. Man nannte mich früher, der Knast hat mich verändert. Ja. Man nannte mich früher den Lipizzaner. Nee, genau, so umgekehrt war das so. Ja, der war schwarz und. Der Knast verändert einen. Früher war er mal weiß. Und dann so, ja, sie nannten mich den Lipizzaner. Alter, hier, das ist Treppengeist. Ich hab hier Treppenschwingungen. Meinst du Trappy Trapster? Das ist ein Trapster. 3,5 Grad. Wow, was ging da unten ab? Er hat versucht, sich auszusperren. 5,7 abgetrieben. Ich bin ein christlicher Endbinder. Das ist ein ehrenwerter Beruf, ja? Ja. Damals unten an den Schlachthöfen von Hamburg.
Wenn du genug betest, musst du Mutti nichts verraten. Hab mich damals als Amateur-Underground-Binder. Ja, Kuhn-Beiner im Untergrund, illegale Abkalbung. Illegale Abkalbung. Die letzten 16 Jahre habe ich illegal abgekalbt in Seitengassen. Was macht man da genau? Kälber auf die Welt bringen. In Seitengassen? Sie glauben nicht, wie illegal das sein kann. Hätte er mit Heroin gedealt. Ja. War weniger gefährlich damals in den wilden 80ern. Da habe ich noch für meine reichen Kunden einen Esel eingeritten auf meiner Farm. Aber es hat am Ende nicht gereicht. Warum muss man Esel einreiten? Das wollen sie nicht wissen. Wo bist du? Versuch mal jetzt ein böses Wort zu sagen. Großer, wabbliger Eselschniedel. Was willst du? Also auf der Kammer kann man sich nichts. Bist du ein Kind? Come on, come on. Wo bist du? Was willst du? Einen Vater. Bist du ein Kind? Das schmeckt mir. Bist du ein kleiner Knabe? Das willst du wissen, ne? Ja, ja für wissen. Dich halt. Ich muss ja hier Rekrutierung machen, sonst werde ich wieder abgeschaltet. Das ist, ich weiß, wie man das nennt, was Kies immer macht mit Kreis Industries. Das ist ein richtiger, das ist so ein Deepfake. Ist es nicht? Nein. So eine Deepfake-Sache. Also es gibt doch unendlich viele Beweise. Auch die Muskelpriester und alles. Ich habe noch nie einen Muskelpriester gesehen. Aber es gibt Menschen, die schreiben in die Kommentare, ja, die haben mich besucht. Und ja, die hatten so eine kleine Plakette am Muskelgewand. Da stand, ja, handmade by Kreis. Die haben mich zwangskruzifixt. Handgemacht durch Kreis. Habe ich einen handgemachten, gezielten Kruzifixstoß? Ja, ich hab nix, ne? Also nur so als kleine Info. Wir haben gar nichts. Das ist außer so ein richtiger... Aber nur ein bisschen EMF. Wir hatten noch nie richtig EMF. Das ist nur halb EMF. Halb EMF. Da war ein Cam-Switch, aber... Was war das denn gerade? So aus, als wäre hier irgendwie... Boah, ich sehe schon Dinge. Alter, ich... Nix. Das ist trocken. Wie die Rosette einer Nonne. Oh, ich hab einen Mund. Ich hab einen Treppenmund. Treppenflurmund? Ja, stimmt, du hast Mund. Ja, aber unten nicht, oder? Oben Mund. Ja, doch, irgendwie so halb oben. Ah, hier ist Mund. So irgendwie. Selbst hier habe ich noch ein 3er MF. Hier ist irgendwie so hier in this area. In this area is a ghost. Was ghost. Willst du? Er hat gesprochen. Pain, er will Schmerzen. Ist, glaube ich, irgendwie so ein Gimp. Pain and Gain will er vielleicht. Er hat gesprochen. Hatte ich hier auch gerade Mund hier oben? Küchenmund? Ich glaube, das ist so ein Geistergimp. Bist du ein Geistergimp? Das Verrückte ist, ich habe wirklich exakt diese Schneidebrettchen. Auch mit diesen Symbolen für Fisch und Fleisch und Gemüse und so. Obst. Genau exakt die Dinger hier. Schreibe in das Buch. Ich hab keine Brettchen, ich muss das alles immer in der Luft schneiden. Bist du ein Kind? Nee, ist auch wieder was Altes, also nichts für dich. Also haben wir Beleid, jetzt dich zu enttäuschen. Frost und Old, oder was? Der Frost und Old. Gespenstmare Dämon. Bist du ein Dämon? Nee, Dämon hätte uns, glaube ich, schon... Dämon wäre noch Buch, ne? Ja. Schreib in das Buch. Also Buch, Orb... Brauchst du Hilfe? Buch, Orb oder Finger? Finger, wo Orb. Bist du? Close, er ist richtig close. Atmest du mir gerade in meinen Nacken? Ist deine Labia geschwollen? Meine, die Labia, sie... Ich glaube, der hat eine geschwollene Labia. Also ich sehe nichts Orbiges. Das ist ein Dämon, wahrscheinlich.
Ha. Sehe ich auch nichts Orbiges. .orb. Amon.orb. Ich bin Orbologe. Also, ja, ich wollte sagen, wärst du jetzt mit 43 reingegangen, dann hätten wir es wenigstens gewusst. Ja, schön. Schön, dass ich wieder Operation menschliches Kalb. Ich musste auch vorhin zwangsentkalbt werden. La, 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 la. Wo bist du? Wo bist du? Du, sag mal, was willst du? Bist du mal da oder wo? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Schreibe in das Buch. Zeige dich, solange ich draußen stehe. Ah klar, da reagiert er wieder nicht. Weil du wieder die feige Taktik machst. Du bist hier wieder klassisches Feigplay. Feigenplay. Können Sie mir mal die Feige zeigen dort? Unten im Feigwarzengarten. Oh, ey, Feigwarzengarten. Der Feigwarzen-Golem. Es gibt auch Leute auf Twitch, die heißen so. Ja, klar. Irgendwie auch jeder Begriff, den wir jemals ausgesprochen haben, hat irgendjemand als Name. Ja, ja. Ich glaube, es gibt auch irgendwie Quick and Binder. Das ist der nächste, den wir jetzt heute lesen. Ja, Quick and Binder. Oh, schön, ihr habt meinen Namen geklaut. Ich bin der Quick and Binder. Dreier-Empf. Ja, aber nix Buch. Nix aber Buch. Man hat hier schon Frost. Wenn man reingeht, hat man direkt eine Frostschlange im Mund. Ja, aber so eine Frostschlange bringt uns ja nix. Muss die Schlange vorher in Eiswürfel legen. Was kann's denn noch sein? Na, was hab ich jetzt gesagt? Fingerabdrücke, Buch oder Orb? Ein Orb. Okay, hier ist eben gerade Licht angegangen. Also er tingelt da rum. Er macht da sein Business. Wo ist Licht angegangen? Da kann man mal Fingerabdrücke prüfen. Nee, nee, dieser Sensor. Ich habe hier so einen Lichtsensor. Ach so. So, wir haben eine Kamera noch drin. Dann geh da mal rein und talk to the ghost. Talk Frag to mal, the ghost. Wo er ist. Wo bist du? Klaus. Ja, und der Lichtsensor ist auch wieder angegangen, aber das war wahrscheinlich wegen mir. Er ist hier Klaus im Haus. Hm. Puppel seh ich nicht, du. Aber er lutscht auch ganz kräftig, ne? Ja, ja. Einen richtigen Saugmund. Das ist richtiger Sucker Ghost. Mark Sucker Ghost. Mark Sucker Ghost. Er mag Sucker Ghosten. Frederik mag Sucker Ghosten. Kruzifix, Foto, nix haben wir. Geister-Event, nix. Wir sind Abfall. Ja, der letzte ist immer der fieseste. Wie heißt der Geist? Sucker Ghost. Barbara White. Barbara White! Wie bei Grandma's Boy oder so, wie dieser Asiatin Rechtschreibfehler macht oder ich weiß gar nicht, was es war und dann, nee, gar nicht, hat sich meine Idee nicht mal angehört. Und dann so, ah, ist doch nicht schlimm. Und dann so, doch, ich bin gar nichts. Ich habe einen frühen Tod verdient. Barbara White. Da liegt eine Gabel, glaube ich, oder ein Löffel. Sagt aber über den Geist nichts. Ey, das ist bestimmt wieder. Meistens haben wir solche Probleme bei Dämonen. Denkst du, es ist wieder so ein Dämon, der nicht schreiben kann? Ich weiß es nicht. Kann sein. Vielleicht ist es ein Dämon-Problem. Vielleicht ist es aber auch irgendwie ein Putzfrauen-Problem. Bam, 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 bam. Also da drin. Ein Buch rein. Da drin wird hart gelulatscht. Schreib in das Buch. Sonst kommt ein Fluch. Ich sehe keine Bubbel, nix. Ich sehe halt deinen hässlichen Mund. Du hast einen ziemlich hässlichen Mund. Vielleicht lege ich das. Aber jetzt haben wir zwei Bücher.
Ja, ich leg's mal hier so hin. Weil es kann ja, da liegt ein Teller auf dem Boden. Er war hier am Tisch oder hast du den da hingelegt? Nee, hab ich nicht. Vielleicht leg mal das eine, wo du jetzt aber platziert hast, weil das andere liegt perfekt in der Kamera. Das bitte liegen lassen. Ach so, okay. Nimm mal das, was du gerade platziert hast und leg's mal zum Tisch rüber. Alter, ich verliere sogar Geisteszustand hier drin. Der sackt mich sogar hier im Van. Der kaut mir hier einen weg im Van. Aber hier auch kein Geist, der wendet nichts, ne? Der holländische Meistersauger Van Blow. Van der Blow. Van Blow. Kugel Van Blowsen. Mr. Van Blowsen. Barbara White. Es ist an der Zeit. Barbara White. Wo bist du? Aber ich glaube, sie hängt, glaube ich, fest. Also ich glaube, ein Dämon hätte uns längst gerippelt. Willst du uns rippeln? Pain, sie will Schmerzen. Also das versteht sie auch. Das Wort rippeln ist international. Hier ist auch immer der Empf, der spleecht hier richtig kräftig aus. Auch Bewegungssensor, die ist hier an der Kante. Steckst du fest? Was willst du? Was hatten wir jetzt für Sachen? Sterben, aber du bist doch schon tot. Ich glaube, sie ist dumm. Was hatten wir? Fingerbuch und Orb oder so, ne? Ich habe das Buch jetzt mal hier drüben hingeknüllt. Ne, wir hatten keinen Orb. Frost und Geisterboombox. Nein, was wir noch brauchen, meine ich. Ja, wir kriegen hier keinen Orb. Was ist, sagt mein Geisteszustand? Ich bin gerade draußen. Guck mal kurz, du bist noch. Very close. 73. Alter, ich habe jetzt hier schon 3er Wert und so. Geister-Event. Ich meine, fliegende Tassen sind kein Event. Mehr Event geht doch gar nicht. Muss der Geist mir erst ins Gesicht jerken? Ja. Das Licht ist angegangen. Ah, Fingerabdruck! Och, endlich. Echt jetzt? An der Kellertür, ja. Am Cellar? Am Cellartür. An der Cellartür war. Fingerprint, ja, das will doch jedes Kind einmal mit dem Finger rein. Barbara White, Barbara White, Barbara White. Nö. Wir kriegen hier auch kein Event mehr oder irgendwie, dass sie uns mal ihr Röckchen zeigt. Gespenst ist es. Das ist ein Gespenst. Ein Gespenst? Hat ein Gespenst in mein Haus? Ah, Vampir! Ein Vampir, Anna, das war auch hat sich auch so reingebrannt, diese eine Folge von Graf Dracula. Ja. Ah, ist aber auch so genial, ne? Graf Dracula, genial, Mann. So, Abflug. Abflug ist super. Ich find's immer so faszinierend, was für unwichtige Sachen aus meiner Kindheit und Jugend sich in mein Gehirn so hart reingebrannt haben. Ja, natürlich. Aber keine einzige Mathematikformel. Nein. Aber du alle wieder weg. Action Man, der größte Held in deiner Welt. Das kannst du noch. Ja, aber auch so banale Dinge. Zum Beispiel habe ich auch sowas. Ich hatte mal was, wo meine Eltern, die waren halt beide berufstätig und die waren weg. Da habe ich mit meinem damals besten Freund irgendwie gekocht. Da waren wir, keine Ahnung, 12, 13 oder sowas. Und wir haben einfach nur von Igloo diese Königsgemüse mit so einer Rahmsoße. Weißt du, was ich meine? Ja. Haben wir einfach nur aufgewärmt, ja. Und er hat irgendwie gemeint, boah, die Soße ist so geil, die haben wir gut hinbekommen. Ich dachte mir nur so, wir haben es nur in den Topf reingestopft und aufgewärmt. Aber er hat es so genossen, so, boah, die Soße, Mann, haben wir die gut hinbekommen. Und diesen Satz werde ich nie vergessen, wie er mich angeguckt hat und gesagt hat, Mann, haben wir die Soße gut hinbekommen. Und ich weiß nicht, warum das so hängen geblieben ist. Vielleicht meinte er die Konsistenz, weißt du. Ja, aber warum ist das hängen geblieben? Das Verrückte ist, ich denke da mindestens einmal die Woche dran, wie der Typ mir sagt, Mann, diese Soße. Jedes Mal beim Kochen denkt er sich, ja, diese Soße habe ich gut hinbekommen. Ja,
So, das war's mit der Folge. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Immer schön schwitzig bleiben. Auf Wiedersehen, bewerten und tschüss. Tschüss.